funktioniert. Wir sind da. Graubart, wir sind da. Hammer. Und wem steht der Hut besser? Ist klar. Aber warte mal. Wo ist denn hier das Trinken? Service-Team, trinken. Mars wird schon gleich kommen. So. Der ist mutig wieder, weißt du? Hat einen fetten Cocktail versprochen, kommt nix. Ah, Fischcocktail. Ja, hallo Staro. Das ist dein Stream, hab Spaß. Warte. Und du solltest das Mikrofon von Staro Kurtis anmachen. Oh, cool. Auf Talkast drücken. Also, Staro Kurtis hat ja bis jetzt noch nichts gesagt, aber der freut sich ja jetzt. So, hier ist der Service. Mit Schirmchen. So. Das ist nämlich gar nicht mein Stream, sondern der von Staro Kurtis. Und ich bin nur hier, um zu beweisen, dass ich eine gute Kapitänin bin. Und eine gute Kapitänin ist von ihrer Mannschaft abhängig. Das hat nichts mit Vorsagen zu tun, sondern jeder weiß ja was, weil jeder hat ja einen speziellen Posten auf dem Schiff. Und ein Kapitän ist nur so gut, wie er auf seine Mannschaft hört. Also gebt Gas, Kinder. Das hast du schon mal gut verstanden. Ja. Aber so ein paar Dinge sollte der Kapitän auch wissen. Ich weiß alles. Du weißt alles? Ich weiß alles. Wir fangen mal mit ganz einfachen Dingen an. Du bist wie funktioniert dann, wie funktioniert dann so ein Segelschiff? Man setzt die Segel und los geht's. Also, wir nehmen mal so ein einfaches Segelschiff. So eins. Wind kommt von hinten, bläst in die Segel, Schiff fährt nach vorne. Ja, richtig. Ja, hervorragend. Also immer in die Richtung, wo vorne die Galionsfigur... Die vergoldete Nalani dranhängt. Ja, und was machen wir denn jetzt mal angenommen? Also ist das, warte kurz, ist das prüfungsrelevant? Es ist immer alles prüfungsrelevant. Der Wind kommt jetzt von Norden. Kinder, der Wind kommt von Norden, habt ihr das gehört? Was machen wir denn da? Ja. Dann muss man kreuzen. Dann muss man kreuzen? Mhm. Was heißt das? Im Wind kreuzen. Naja, das muss ich ja nicht selber machen. Das macht ja meine Mannschaft. Aber ich weiß, dass ich rufe, wir müssen im Wind kreuzen. Ja, aber du solltest oder, ja schon... Oder wenn gar nichts hilft, Segel runter und dann rudern. Segel runter und dann rudern. Die ganze Mannschaft muss rudern. Also ich meine, nicht wirklich. Also das mit dem Kreuzen war schon mal gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. Als Kreuzen, warte, wenn der Wind da, im Wind kreuzen, ja. Mhm. Guck, genau so. So. Gut, macht ihr das, ja. Mhm. Ja, aber so kommt der Wind ja immer noch von da und würde das Schiff mit den Segeln ja immer noch nach hinten schieben. Oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Kinder, was sagt ihr dazu? Haben wir ein Problem auf dem Schiff? Warum nicht? Bestimmt. Jetzt passiert etwas, was du dir auch mal selbst anschauen kannst. Guck mal, wenn die Segel in etwa so stehen und der Wind von da bläst, ja, dann bläst der Wind an den Segeln vorbei. Ja. Die Segel sind ja so ein bisschen gewölbt. Ja. Und wenn du dir ein Blatt Papier nehmen würdest und würdest das so anpusten, das geht jetzt bei meinem Bart ein bisschen schlecht, dann wirst du feststellen, dass das Papier, wenn du es ein bisschen biegst, sich in dieser Richtung auch weiterwölbt. Das. Weil der Wind auf dieser Seite von dem Segel viel schneller sein muss als hier. Deshalb entsteht hier ein Unterdruck.
Was bedeutet, dass das Segel nach da gezogen wird? Aha. Und das passiert bei dem Segel auch. Das Segel wird nach da gezogen. Und da das Segel an einer Lahe befestigt ist und die Lahe an einem Mast befestigt ist und der Mast an dem Schiff befestigt ist, wird das ganze Schiff in diese Richtung gezogen. Ja, das ist ja völlig klar. Das ist gut, gell? Das ist also im Grunde ist das das gleiche Prinzip wie bei Flugzeugen, die ja auch praktisch gezogen werden. Richtig. Ha! Du hast dasselbe Prinzip beim Flugzeug. Ein Flugzeug, eine Tragfläche, Wind oben schneller wie unten. Genau, Oben genau, entsteht ein genau. Unterdruck. Und so wird das Flugzeug nach oben gezogen. Und dasselbe passiert hier bei den Segeln. Also wusste ich. Ja, das ist das, ja. Und deshalb kann man hier Mhm. schräg gegen den Wind fahren. Richtig, das heißt vor dem Wind kreuzen. Vor dem Und Wind kreuzen, habe ich ja gesagt, ne? Vor dem Wind kreuzen, ja. genau. Und dann fährt man halt erst ein bisschen in die Richtung und dann macht man das Ganze halt andersrum und fährt in die andere Richtung und kommt so auch an sein Ziel. Also mit anderen Worten, wir fahren zickzack übers Meer. Wir fahren zickzack übers Meer, genau. Also wenn der Wind nicht so kommt, wie wir das gerne hätten, fahren wir zickzack übers Meer. Habe ich verstanden, ist notiert. Wusste ich aber auch schon. Ich finde, ich habe da mindestens 80% der Punkte eben gehabt. Gut, was ist denn der wahre Wind? Wenn du schon Warte. alles weißt. Nochmal, ich habe dich ganz schlecht verstanden. Was für ein Wind? Der wahre Wind. Warte, muss ich kurz drüber nachdenken. Ich trinke gerade nochmal was. Da war hier tanken für danken. Moment. Der Chat tippt nicht schnell genug, oder? Was? Der Nein, Chat tippt nicht schnell genug. nein. Alter. Wie auch so, hast du nicht gesagt, du kriegst Kopfschmerzen? Das ist, wenn Wale pupsen. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Und angeblich hilft er auch gegen Torpedos. Und Nee, alles nicht wirklich. nicht wirklich. Bist du schon mal als Kind Auto mitgefahren? Das ist einfach irgendwie die aktuelle Windgeschwindigkeit. Guck mal, der Wind kommt jetzt von hier. Ja. Ja? Und das Schiff bewegt sich in diese Richtung. Ja. So. Und wenn sich irgendwas bewegt, gibt es einen Fahrtwind. Richtig? Ja. Also ist der wahre Wind nicht der, der hier in dem Beispiel direkt von Norden kommt, Ja. sondern die Kombination aus dem, was von Norden kommt und dem, was von vorne vom Schiff kommt. Also ist es doch so eine Art. Ja. Es ist der wahre Wind. Wie wird denn das? Buchstabieren wir das mal. Und da Das der wahre Wind immer viel damit zu tun hat, dass er von vorne kommt, weil selbst wenn du, ich sag mal wieder, wenn der Wind von hinten kommen würde, also es ist die Windgeschwindigkeit auf dem Schiff. richtig. Wie hat's gewusst? Sir Olli Bolli? Nein. Sir Olli Bolli ist gar nicht da. Ist gar nicht da. Das ist doch auch völlig irrelevant. Ich hab's gewusst. Windgeschwindigkeit auf dem Schiff. Wenn du mir nochmal diesen Wind buchstabieren könntest, ich habe immer noch nicht verstanden, wie der heißt. Der wahre Also, Wind. wie die Wale. War. Ah, wie Wie der wirklich, Wale. wie Ach, echt, das ist der wie echte, wirkliche Wind. Das ist der Wahrheit. wahre Wind. Oh mein Genau. Gott. Oh mein Gott, ja. Das ist der nicht riecht, ist klar. Wenn der Wind von hinten kommt, das Schiff nach vorne fährt, gibt es ja auch Gegenwind dadurch, dass das Schiff sich nach vorne bewegt. Dementsprechend ist der wahre Wind, wenn der Wind von hinten kommt, geringer.
als das, was von hinten kommt. Ja. Deshalb gibt es Schiffe, die können gegen, also wenn sie vor dem Wind kreuzen, schneller fahren, als wenn sie mit dem Wind fahren. Und zwar gibt es unterschiedliche Segelarten. Mhm. Und da kommen wir jetzt mal drauf. Das, was unterschiedliche, ich also so, so, das Thema ist jetzt also unterschiedliche Segel. Mhm, weiter? Ja. Habe ich gut verstanden. Das, gut, gut. Das Schiff, was ich hier gezeigt habe, so versucht zu zeigen, das sind Ra-Segel. Mhm, Ra-Segel, ja, die kenne ich, klar. Ra-Segel sind quer zum Schiff rums montiert. Ja. An einer sogenannten Rahe. Mhm. Man kann das auch hier erkennen. Hier, das ist eine Rahe, das ist ein Ra-Segel. Und da gibt es mehrere. Mhm, mhm. Es gibt aber auch sogenannte Schratsegel. Haben wir hier an dem Schiff auch. Dieses Schiff hat nur Schratsegel. Schratsegel sind welche, die längs zum Schiff rum montiert sind. Das ist irgendwie schräg. Und bei Schiffen, die Schratsegel haben, wie in diesem Beispiel, die können tatsächlich, wenn sie vor dem Wind kreuzen, schneller fahren, als wenn sie am Wind fahren, also wenn der Wind von hinten kommt. Der Wind kommt von schräg vorne und die Schiffe fahren schneller, als wenn er von hinten kommen würde. Das ist schräg. Das aber ist, klar, das ist so, das weiß ich. Also, das ist richtig aber schon schräg. Ich habe mich ja in diese Sachen auch erst eingelesen, aber das fand ich auch sehr interessant. Was hierbei allerdings passiert, ich nehme jetzt mal hier ein anderes Schiff. Das soll jetzt so ein Schiff sein mit Schratsegeln. Was hier passiert, was man auf dem anderen Bild, das ich gleich nochmal zeige, auch sehr gut sieht. Ich mache mal hier einen Pfeil hin. Und ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Wenn der Wind hier von vorne kommt, sagen wir von hier, so kommt der Wind, dann zieht das Segel ja nach da. Ja, ja. Das hat zur Folge, dass das Schiff sich auch in diese Richtung bewegen will. Kann es nicht, weil der Rumpf längs ist. Also fährt das Schiff nach da, geradeaus, wird aber nach da gezogen. Das hat zur Folge, was man hier leicht sieht, dass es sich leicht neigt. Sieht man ja hier. Ja, natürlich. In dem Fall zieht der Wind das Schiff ein bisschen in unsere Richtung. Wie man gut erkennen kann. Was also auch wichtig ist, ist, man muss nicht nur, also das kann auch natürlich bei Schiffen passieren mit Ra-Segel. Weil wenn ich die Ra-Segel schräg stelle und der Wind entsprechend kommt, wenn ich das jetzt nochmal drehe, dann würden ja auch hier nach da gezogen, nicht in diese Richtung, sondern ein bisschen nach da. Das Schiff würde sich also in dem Fall hier nach Backbord neigen. Backbord, Steuerbord ist klar. Steuer. Aber sehe ich, also ich bitte dich. Ja. Natürlich, Backbord ist links. Steuerbord ist rechts. Also wirklich. Genau. Das ist ja wohl, also, das muss ja wohl jeder wissen. In diesem Fall würde sich das Schiff nach Backbord neigen. Und wenn das zu stark ist, kann das Schiff auch kentern. Was ist also in diesen Fällen wichtig? Was ist da wichtig? Dass die Mannschaft auf der anderen Seite steht. Ja, nicht nur die Mannschaft, sondern auch eventuelle Ladung. Ja, also alles. Das ganze Gewicht halt auf die andere Seite. Genau. Es muss halt immer gucken, dass das Schiff irgendwo auch ausbalanciert ist. Und das Ganze wird halt noch wichtiger, wenn ich irgendwelche Manöver fahre. Sprich, wenn ich plötzlich den Kurs ändern möchte.
Das kann ich ja nicht nur mit dem Steuer machen, sondern ich muss es auch machen, indem ich entweder die Rahmen anders neige oder Segel setze oder leffe. Das ist sicher. Das muss halt alles in Kombination passieren. Ja. Das ist völlig klar. Das sind so die grundsätzlichen Sachen. Es gibt aber ja noch mehr Segel, nicht wahr? Es gibt viele unterschiedliche Segel. Die grobe Einteilung ist erstmal Ra-Segel und Schwarzsegel. Na, und was dann, mit Fock? Ja, Fock ist erstmal der Mast. Fock ist ja erstmal der vordere Mast. Es sei denn, er ist größer als der hintere, dann ist es vorne der Grobmast. Aber es gibt ja auch noch das Segel, dann vordere Mast, das Focksegel, oder? Ja. Die Segel haben alle Namen. Ja, dann ist ja gut. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es das gibt. Naja, das ist ein Punkt für mich, warte. So, ja, weiter. Ein Punkt für dich, hast du den notiert? Ich habe schon mehrere Punkte notiert, das ist einer unter vielen. Bis jetzt wusste ich ja alles, also ist ja nichts Neues dabei gewesen. Also so grundlegend, ich meine, die Mannschaft muss das ja dann umsetzen, ne? Es ist wichtig, dass die das aus dem FF können, aber natürlich ist mir die Physik dahinter, ist mir total klar. Total, ja. Deshalb ist auch bei diesem Schiff die Flaggen gehen nach hinten, weil der Wind von vorne kommt. Ja, das Schratsegel, wenn es Schratsegel hat, dann ist das natürlich so, dass oben die kleine Fahne nach hinten weht. Macht total Sinn. Gut. Gut, ja. Soweit klar. So. Ja, wir haben jetzt hier ein Schiff. Ja. Das hat weiße Segel. Guck, und da oben siehst du, wie die Fahne weht? Na? Die weht jetzt in dem Fall andersrum, weil dieses Schiff darstellen soll, dass der Wind von hinten kommt. Genau. Und das fährt mit dem Wind. Wenn der von hinten kommt? Dann ist das. Dann kommt der Lee, von. Lee? Den kommt immer von Lee. Ach ja, ist das so? Na gut, okay. Dann kommt er ja von hinten. Wo kommt er denn her? Oh, warte mal, Mach bitte mal das, was du dir gemerkt. Das hatten wir doch das letzte Mal. Wie heißt's? Man soll doch nicht Richtung. Guckst du nach Luf? Kommt's zu Roof? Luf ist, wo der Wind herkommt. Also kommt's wieder zu Roof zurück. Spuckst du nach Lee, geht's in die See. Na gut, okay, das ist das verkehrt rum. Vorhin hat mir jemand das andersrum geschrieben, glaube ich. Naja, ist egal. Gut. Also, gut, dann meinte ich das. Was war es jetzt, Lee? Das ist vor dem Wind. Luf. Das Schiff so ist, dass der Wind von achtern kommt. Von achtern, also ja. Ja. Dann hat man das hier, dann ist das Schiff vor dem Wind und dann passiert das auch, dass die Flagge nach vorne weht, weil der Wind ja von hinten kommt, von achtern. Von achtern, also von hinten. Also da, wo auch das Achterdeck ist, nehme ich an. Richtig. Hinten, achtern, Achterdeck. Ja, ja. Vorne, Vorderdeck. Ja. Was wir noch haben, ist hier vorne ein Bugspriet. Wir haben hier an dem Schiff hier vorne zwei kleine Schwarzsegel. Da ist noch ein Schwarzsegel. Wir haben hinten noch ein Schwarzsegel und alles andere sind Ra-Segel. Schwarzsegel haben auch noch bestimmte Namen, aber das geht dann auch mir zu weit. Bei den Masten. Ein Schiff, was nur einen Mast hat, das hat immer einen Großmast. Ein Mast ist immer der Großmast. Bei zwei Masten kommt es drauf an, ist der vordere Mast kleiner wie der hintere? Ist der vordere Mast der Fockmast und der hintere der Großmast? Ist der vordere Mast größer wie der hintere? Ist der vordere der Großmast und der hintere der Besanmast? Also der große ist der große? Ja. Groß gleich groß, das ist ja klar, ne? Und das andere, ist der Besan, klar. So, und wenn es ein Dreimaster ist, ist meistens der vordere kleiner, also ist das der Fockmast. Dann kommt
der große Mast, dann kommt der Besanmast und wenn es dann noch mehr werden, fängt es an, sehr viel komplizierter zu werden. Mhm, okay. Aber auch das würde dann jetzt erstmal zu weit führen. Wir sehen jetzt hier ein Schiff, das hat weiße Segel. Ja. Gibt es sicher noch andere Farben, warum auch nicht? Zum Beispiel? Oh, schon wieder ein Tanken für Danken. Was gibt's denn noch für also, ich meine. Naja, ich meine, weiß. Weiß ist ja eigentlich auch keine richtige Farbe, oder? Aber schwarz eigentlich auch nicht, deswegen, also es gibt natürlich auch schwarze Segel. Wofür? Die sind schwarz, weil schwarz einfach, also erstmal auch, weil es besser aussieht. Also ich finde ja schwarz und also als guter Pirat muss man ja auch schwarz beflaggt sein, oder? Das heißt, es ist Mittag, du hast eine Beute entdeckt als Piratenkapitän, schwarze Segel und drauf zusegeln. Ich gehe ja jetzt nicht davon aus, dass wir auch noch weiße dabei haben, wenn wir noch schwarze haben. Doch. Also. Ein guter Pirat sollte immer sowohl weiße als auch schwarze Segel dabei haben. Ach, weiß sieht ein bisschen. Ach ja, na gut. Sieht so unschuldig aus. Ja, also, genau, also, das ist der Punkt. Aber sind wir doch mal ehrlich, ja? Die sind ja aus Hanffasern gemacht und das ist ja eher beige als weiß, oder? Die sind meistens aus Leinen gemacht und nicht aus Hanffasern. Mann. Na gut. Ach ja, aber schwarz in der Nacht zum Beispiel wäre ja deutlich unauffälliger, während weiß ja wahrscheinlich deutlich unauffälliger am Tag wäre. Richtig. Als Pirat möchtest du immer möglichst nah an das feindliche Schiff drankommen, um es kapern zu können. Ja, das sollte man nicht so rumleuchten. Ja, das macht Sinn. Und das also, macht war ja klar. Mit schwarzen Segeln am meisten Sinn. Gut. Deshalb Piraten mindestens immer zwei Satz Segel und natürlich hat jedes Segelschiff auch noch Ersatzsegel dabei. Weil es kommt mal ein Sturm plötzlich oder du musst ein plötzliches Manöver fahren, dann bleibt dir ab und zu nichts anderes übrig, als Segel loszuschneiden. Ja, ich weiß das. Manchmal hat man Magier mit an Bord und die machen Dinge. Dinge machen die und dann ist ein Segel weg. Da wäre man froh, man hätte noch einen zweiten Mast und noch ein zweites Segel dabei. Aber dann, dann wäre auch egal, ob er am Tag mit Schwarz fährt. Hauptsache noch ein Segel. Ja. Aber da wäre es doch auch zwei Flaggen dabei zu haben, ist ja immer sehr sinnvoll. Also ich finde gerade oben die Regenbogenflagge gehisst, ne, um möglichst unschuldig reinzugucken. Und erst im allerletzten Moment, ne, die Piratenfahne, ist ja auch wichtig. Ja, also ein guter Pirat hat sowieso Flaggen von allen Nationen mit, wo er irgendwo hinkommen könnte. Ja. Mhm. Gut. Ja, also bis jetzt alles total verständlich. Also ich meine, dass der große Mast ist, ich meine, ich bitte dich. Das wusste ich schon mit 3. Ja. Was haben wir noch für Fragen? Wie sind die Schiffe denn bewaffnet auf Golarion? Das ist doch ganz klar. Kanonen? Kanonen gibt es aber noch nicht so lange. Schießpulver aus Alpenstein sozusagen, hat sich mittlerweile gerade bei uns Piraten hier eingebürgert. Versuchen wir jetzt auch viel auszurüsten, aber das haben noch nicht alle Schiffe. Na gut, dann was, da draußen sind Schiffe ohne Kanonen unterwegs. Ballisten? Ballisten, richtig. Rotzen? Ja, weiß ich nicht, das steht hier. Das steht auf meiner Liste. Da steht Ballisten und Rotzen. Ballisten und Rotzen.
Ja, wenn ich es dir sage, ich werde morgen mit der Mannschaft nochmal reden müssen, glaube ich. Ich muss mit der Mannschaft reden. Ja, aber so ein guter Rotzer ist auch immer was wert. Ja, alles ist richtig. Aber Stimme, die Ballisten, also keine Ballisten Kanonen da haben, natürlich. haben sehr oft Ballisten. Und Ballisten. was ist bei einigen wenigen Schiffen auch noch eine sehr wichtige Waffe? Was ist denn da noch wichtig? Das hast du eben schon mal gesagt. Habe ich eben schon mal gesagt, In einem anderen Zusammenhang. in einem anderen Zusammenhang, also nicht rotzen, sondern boah. Magier. Ach, Magier, stimmt, wir sind ja auf Golarion. Ja, aber das ist, also das mit den Magiern ist eine heikle Sache. Ich würde da eher auf Rotzen übergehen. Also bei den Magiern weiß man nie. Lieber Rotzen als Magier. Ich sag's nur. Ja, ein guter Magier kann auf so einem Schiff Wunder wirken. Es gibt aber nicht besonders viele, die wirklich gut damit umgehen können. Das Und bestätige ich. wovon ich deutlich abraten kann, ist Aber Magier, die. Feuer auf Segeln ist schon geil. Also Ja, aber. so eine Kiria dabei haben, die erstmal über das gegnerische Schiff drüber fliegt, um es dann erstmal abzufackeln. Dann kannst du einfach ausräumen kommen. Brauchst auch keine Kanonen mehr. Das ist zum Beispiel ein was sehr wichtiges. Feuer, Feuerbälle, alles, was damit zu tun hat. Blitz. Blitz funktioniert auch sehr gut. Ne tolle Idee ist eine Transmutation. Wenn so ein Schiff auf dich zukommt und du verwandelst einfach mal ein Stück vom Bug in Luft, dann geht das Schiff auch sehr schnell unter. Also. Ja, aber dazu braucht man fähige Magier. Und ich habe seit Kiria da draußen keine mehr gesehen. Ja, das Problem ist, wenn du irgendjemand hast, der mehr das Wasser bewegt anstatt den Wind, weil dafür ist ein Schiff nicht gebaut. Ein Schiff ist gebaut, den Wind einzufangen und sich dadurch zu bewegen und nicht, dass das Wasser das Schiff bewegt. Das Ja. funktioniert nicht so gut. Ja. Was machen wir dann mit dem wir jetzt haben? Versenken und einen neuen Die holen, hä? Genau. Also warte, ich notiere mir, dass der Bordmagier von Nalanis Zorn ausgetauscht werden muss. Wegen Unfähigkeit. Der kann nur Wasser bewegen, kein Wind. Das ist nicht gut. Okay, ist notiert. Morgen. Der Morgen. wird, warte mal, den hängen wir am Rahsegel auf. Also an der Rahe. An der Lache. Oder? Was sagst du? Was sagst du? Wäre das eine gute Idee? Gut. Aber an der Rahe aufhängen. Das ist doch das, was so ein Captain machen würde. Gut. Ist notiert. Und Ja, was brauchen wir denn noch alles für nur, Leute dass du auf es so einem Schiff? weißt, weil wir sind ja hier auch ein bisschen systemoffen. Ja? Also Rotzen. Das ist sehr ähnlich einem von Ballisten. In einer anderen Welt, aber es sind im Grunde Ballisten. Aus so einer anderen. Da, ja, egal. Da, wo das mit den Egal. Zahlen falsch rum ist und so, weißt du? Ja, das ist doch klar. Wenn du statt der 20 die 1 würfeln musst, dann heißen Ballisten auch Rotzen. Das macht total Sinn für mich tatsächlich. Gut. Das haben wir auch geklärt. Gut. Ja. Wir könnten den Magier auch Kiel holen lassen. Ja, auch das. Gut. Ist also auch eine gängige Methodik. Okay. Ja, was brauchen wir denn noch für Leute auf so einem Schiff? Wer ist denn auf dem Schiff das Wichtigste? Der Wichtigste, das Das Wichtigste. Wichtigste bin ich, die Kapitänin, gefolgt vom Steuermann, der momentan noch Verteidiger ist. Aber ich habe neue Bewerber um diesen Job. Die graben da schon ganz schön da am Thron vom Verteidiger rum. Wir brauchen einen Smoothie und den ersten Mars, ganz wichtig. Naja, wenn man Kanonen hat, also hat man so Schiffsjungen für die depperten Arbeiten, sprich, wenn zu viel Blut an Deck ist und so, müssen die da Sand streuen. Ne? Und Quartiermeister, Zimmermann und Kanonier macht Sinn. Was schaffst du? Sind wir schon ganz gut? Bin ich schon ganz gut? Schiffsarzt ist immer gut. Wenn er nicht total arrogant ist und damit beschäftigt ist, sein
Schminkutensilien zu trocknen, macht manchmal auch ein Schiffsarzt Sinn. Was macht denn so der erste Mat? Was macht denn so der erste Mal? Der erste Mat macht. Na, ich tippe mal, das ist sowas wie der. Nee, ich tippe das nicht, ich weiß, das ist sowas wie der erste Offizier. Der setzt die Befehle vom Kapitän um. Schaut, dass das alles richtig läuft, oder? Also, es gibt nach dem Kapitän zwei wichtige Leute auf dem Schiff. Das ist zum einen der erste Mat oder erste Offizier oder wie immer man das nennen will. Mhm. Der ist sozusagen die rechte Hand des Kapitäns. Ja, hab ich auch gesagt. Mehr, was das Organisatorische angeht. Ist das so der Riker? Das ist ein Stück weit der Riker, ja? Kann man ja, schon so sagen. Ja. Okay, erster Mat gleich Riker. Ist notiert. Es gibt aber auch noch eine andere Position, die genauso wichtig ist. Und das ist der Bootsmann oder die Bootsfrau, wie immer man das nennen will. Das ist der Chef oder die Chefin der Mannschaft. Also der oder diejenige, die sich um die Umsetzung der Befehle auf dem Schiff kümmert. Und das ist jemand, der... Also die Verbindungsperson zur Mannschaft. Richtig. Ja. Und das die auch die richtige Sprache spricht, damit die Burschen laufen. Das habe ich verstanden. Und das ist im Prinzip die Person, die noch mehr Ahnung vom Segeln haben sollte wie du. Ja, das ist auch in Ordnung. Ich habe ja gesagt, jeder Kapitän ist nur so gut wie seine Mannschaft und jeder hat seinen Job zu erledigen. Man muss nur sagen, was gemacht werden muss. Man muss es nicht besser machen können als die, die es tun sollen. Genau. Das habe ich verstanden. Ja. Smooth, ja, hatten wir genannt. Wichtig. Also der angesehen, aber. Doch. Also der hier auf Nalanis Zorn macht einen außergewöhnlich guten Cocktail. Da ist auch genug Zitrone drin, damit ich keinen Skorbut bekomme. Ja. Was haben wir noch? Was hatten wir noch? Kanonier. Kanonier sind diejenigen, die die Kanonen bedienen. Ja, natürlich. Die sind mega wichtig. Ja. Ja. Was ist denn hier sowas wie ein Segelmacher oder Zimmermann, um Schäden auszubessern? Ingenieur. Jedes Schiff sollte einen Ingenieur haben, der sich um solche Sachen kümmert. Der sich also darum kümmert, dass die Kanonen gewartet werden, dass das Schiff gewartet wird, dass die Takelage in Ordnung ist und so weiter. Alles, was irgendwo damit zu tun hat, das, was gebaut, repariert werden muss, das macht alles der Ingenieur. Das steuert der. Sehr gut. Den meinte ich. Schiffsarzt. Schiffsarzt ist ja, genauso schwierig wie Magier. Eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, man hat genügend Geld und kauft sich viele Heiltränke. Die nerven auch nicht so. Ja, die haben auch keine eigene Meinung. Oh, geil. Okay, ich notiere. Nalani muss nur aufpassen, also bei den Heiltränken, die sollten nicht älter wie 50 sein. Okay, gute Heiltränke nicht älter als 50. Ja, wenn die über 50 sind, werden die mega bitter. Und das ist gar nicht gut. Ja. Ja. Zickig werden die. Zickig. Die zicken im Magen rum. Ja, ist notiert. Der Schiffsarzt wird auf diesem Schiff hier einfach abgeschafft. Das ist gut, ja. Was haben wir noch? Wie sieht's mit dem Quartiermeister aus? Ich meine, wir sind ja hier mit Stil unterwegs. Auf einem Piratenschiff eher weniger. Oh. Das macht entweder der Bootsmann, Bootsfrau oder der Erste Offizier mit. Also ein extra Quartiermeister gibt es da eigentlich selten. Ja, aber ich finde, auf Nalanis Zorn könnten wir ruhig einen haben. Ich finde Quartiermeister gut. Ich notiere es mir. Ich möchte einen haben. Gut. Wir schaffen ja schon den Schiffsarzt ab. Dann können wir ja einen Quartiermeister, ist meistens auch deutlich günstiger, da können wir dann da kann man einen Quartiermeister einstellen. Und bei den Magiern, ja, da muss ich gucken. Die sind, da gucken wir, ob wir wieder irgendwie so einen befreien, der dann dankbar ist und umsonst mitfährt.
So, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Alchemist wäre immer cool. Naja, und dann, wie gesagt, ich habe den Schiffsjungen vorhin noch aufgezählt, ja, der hier das Blut mit Sand bestreuen muss. Ja. Naja, und jede Menge Crew. Du hast noch eine ganz wichtige Position vergessen. Echt jetzt? Ja. Den Steuermann, hatten wir den schon? Den Steuermann hatten wir schon. Okay. Ja, Steuermann ist auch wichtig. Sollte gerade, wenn es darum geht, in Gewässern, wo man weiß, wo Untiefen sind, dann sollte der Steuermann das Schiff gut bewegen können. Ja. Ja, macht Sinn. Ja. Fehlt aber noch. Eine ganz wichtige Position fehlt noch. Oder Chat mit Sicherheit geschrieben. Schützkatze und Klabautermann habe ich noch zur Auswahl. Nee. Aber die sind auch wichtig. Ich finde eine Schiffskatze, die man im Notfall essen kann. Ist Tornado nicht da? Im Chat. Weil der hat doch mit Sicherheit geschrieben, dass wir den Navigator brauchen. Natürlich. Aber ist das nicht der. Gibt es den noch extra? Ich dachte, das macht der Steuermann mit. Nein. Also, Steuermann ist derjenige, der tatsächlich hinter dem Steuer steht. Und ich weiß nicht, von wem du redest. Welcher Tornado? Also, dem segeln wir meistens weg, wenn wir den sehen. Das macht keinen Sinn. Und genau, wir haben noch den Trottel oben im Krähennest. Aber da nehme ich immer irgendjemand, der sich nicht benommen hat. Der muss da oben hocken. Ausguck, die wechseln sich ab. Ja, ja. Das ist immer der vom Dienst. Ja, Steuermann steht hinter dem Steuer. Der koordiniert sich mit dem Bootsmann, wenn es darum geht, das Schiff tatsächlich zu steuern in irgendeine Richtung. Mhm. Aber in welche Richtung das gesteuert werden muss und um zu schauen, wo sind wir denn gerade und wohin müssen wir denn fahren, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen, dafür braucht man einen Navigator. Der sollte sich mit Karten auskennen, der sollte sich mit Sternen auskennen, Positionen bestimmen können und so weiter. Ja, aber das ist ja, also das sollte man schon, also ich meine, wo die Sonne steht und so und die Sterne, das ist schon... Finde ich, sollte man auch als Captain ein bisschen wissen. Besser ist das. Ein bisschen sollte man von allem wissen. Gut. Das sind so die allerwichtigsten Dinge, die auf und rund um dem Schiff wichtig sind. Na, siehst du, das haben wir doch, das habe ich doch gut zusammengekriegt. Das war doch gut. Ja. Ja. Dann gab es immer noch mal eine interessante Frage, warum Chiliax die Piraten nicht einfach platt macht. Weißt du, warum das der Fall ist? Entschuldige, weil sie es nicht können? Ich meine, wir reden hier von den freien Kapitänen. Ich jetzt mal ernsthaft. Also die Frage, das ist eine Belästigungsfrage. Die beantworte ich nicht. Natürlich sind die nicht in der Lage, die Piraten zu versenken. Das wäre ja noch schöner. Also, wenn die gesamte chilische Flotte lossegeln würde und würde nach Port Fairness segeln und von da aus durch die ganzen Fesseln, hätten die gesamten Piraten keine Chance. Das ist gelogen. Mannschaft, was sagt ihr dazu? Nein, die Mannschaft sagt auch, die haben die Buchse voll. Aber Chiliax kann das nicht tun, weil die gesamte, also der größte Teil der Flotte befindet sich in der inneren See. Weil Chiliax ist ein Land, was sich sehr viel mit Sklaverei beschäftigt. Das und ist mir schon begegnet, ja, den Fakt. Es gibt ein anderes Land, nämlich Andorran, die etwas gegen Sklaverei haben. Ja, das macht total Sinn. Und dann sind die mir sympathischer. Die Chilia die Flotte in die Fesseln schicken würden, dann hätte Andorran in der inneren See freie Hand. Und aus diesem Grund wird Chiliax das nie tun. Also, mit anderen Worten, wir sind denen immer noch lieber als die anderen. Sind die anderen so gut, dass sie Chiliax überhaupt was könnten? Und warum schließen wir uns nicht einmal mit denen zusammen, machen die scheiß Chiliax-Jungs da oben platt und dann ist da Ruhe? Weil... Warte, ich schreibe mir das auf. Das machen wir als allererstes. Wir vereinen... Warte, ich schreibe auf. Vereinen... aller Kapitäne. Und jetzt nochmal bitte, wie heißt das Land? Mit? Andorran.
Andoran, wer herrscht denn da? Das ist eine Demokratie, die sehr auf Recht und Ordnung bis. Demo was? Ich schreib's auf. Demokratie. Demokratie, verrückt. Ja. Okay. Die halten sehr viel von Recht und Ordnung und haben was gegen Piraten. Wenn der Feind schlimmer ist, ne, das ist gar kein Problem. Wir brauchen nur ein anständiges Feindesbild. Das kriegen wir hin. Man kann da ja auch ein bisschen. Ach, da kriegen wir. Ich hab da Idee. Mit anderen Demokratie und dann Cheliax platt machen. Gut. Ja, müssen wir dann natürlich die Nalanis. Oh Gott, ich hab schon zu viel von dem Cocktail. Zorn noch ein bisschen fit machen. Das kriegen wir hin. Mannschaft, was sagt ihr? Jetzt der Lukas sagt's. Jetzt verstehe ich's. Demokratie von Dämonen. Also Demokratie. Jetzt habe ich verstanden. Demokratie? Eine genau. Demokratie. Ja, kann ich mir. Ja, das ist eine interessante Form, sich führen zu lassen. Gut, ja. Ja, das würde gut als Gegenpol zu Celiax passen, weil das ist ja eine Teufelokratie. Ja, das ist doch super. Gut. Ja, also die Mannschaft ist eingestimmt. Ich glaube, wir haben da ein Ziel. Ich hoffe, da geht's dann auch hin. Okay, wir brauchen ein paar Kanonen mehr für Nalanis Zorn. Gut, ja. Wo kriegt ihr die Kanonen her? Wo kriegen wir die Kanonen her? Ja, die klauen wir uns. Wir entern das nächstbeste Schiff, klauen die Kanonen, ist gar kein Problem. Ja, wo kommen die Kanonen grundsätzlich her? Aufgepasst, habe ich eben gesagt. Port Fairness? Da ist doch bestimmt ein großer Kanonenmacher. Ja, sicher. Aber ganz ehrlich, ich bin ein Pirat. Die besorgt man doch einfach, oder? Die liegen da so rum. Kanonen, Schießpulver kommen aus Altenstein. Altenstein? Alkenstein. Alkenstern. Ja, das ist auf der anderen Seite des Kontinents. Oh mein Gott. Ja. Das ist aber weit weg. Kann das jetzt hier nicht mal einer nachbauen? Ich meine, also ich finde, in Port Fairness könnte sich da mal so eine eigene Kanonenfabrik eröffnet werden. Eichenstein. Stern. Ich hab Stern aufgeschrieben. Es tut mir leid, es ist nur der Cocktail. Hier steht Eichenstern, ich schwör's. Kanonen und Schießpulver kommt daher, ne? Ja. Was auch für den Pirat ganz wichtig ist, er muss trinkfest sein. Ja, das bin ich. Tanken für Danken. Gut. Bin ich. Und wenn es dann doch mal ein bisschen viel geht, dann kotze ich natürlich nach Lee. Dann geht's in die? See. Richtig. Punkt für mich. Gott. Ja. So, was haben wir denn noch so auf dem Schiff? Ich habe gelernt, dass die Bilgen ist da ganz unten im Schiff, ne? Da, wo die Ratten drüber laufen. Die Bilge ist eigentlich das, wo das. Ja, Bilge müsste ganz unten das sein. Ja. Wüsste mich jetzt auch im falschen. Naja, unser Spielleiter, der denkt, er weiß alles und der sagt ja zu uns immer Bilgenratten. Ja. Und dann wollte ich nur wissen, ob Bilgen, rot-weiß karierte Ratten sind. Und nein, er sagte, das sind die unten da. In dem Bilgen drum. Das müsste eben ein Schiff sein, ja. Wo dann auch die Pumpen sind. Ja. Weil ein hier Schiff steht, ist ich zitiere, hat er gerade müsste gesagt. So sieht's aus, Mannschaft. Wir wissen das doch besser. Sagt mal ganz genau, wo die Bilgen sind. Ach da. Schiffs... Alchemist oder man nennt ihn auch Schiffsbesserwisser, dass der weiß, dass es der Raum direkt über dem Kiel ist. Ja. Weißt du, wenn du so einen engagierst in der Mannschaft, dann brauchst du auch gar nichts wissen. Du schnippst nur die ganze Zeit und sagst Bilge und dann sagt dir einer, was das ist. Das ist gut. Das geht nicht. Also ein Kapitän, der von Seefahrt gar keine Ahnung hat. Doch, wenn der einen Money bei sich hat. Der Schiffskleriker heißt Manni. Der weiß einfach alles. Also, Bilgen
ist der Raum über dem Kiel. Notier dir das bitte, Starokotis, damit du auch was gelernt hast heute. Raum über dem Kiel. Du hast in der Bilge. Was ist denn die Bilge? Die Bilge, hast du gerade gesagt, der Ja. Raum über den Kiel. Ach so, keine. Jetzt, ja, alles gut. Gut, ich bin verwirrt. Ja, alles gut. Die Mannschaft, die redet hier wild durcheinander. Das ist gar nicht so einfach. Da, wo sich das Wasser sammelt. Ja, macht total Sinn. Ja. Raum, ja, hab ich notiert. Das ist super. Wir wissen, was die Bilge ist. Gut. Gut, ja, was haben wir noch? Ja, Wo wie du holt magst. man, wo kriegt man eigentlich diese tollen Galionsfiguren her? Also nicht so einen schwulen Schwan, der wie da auf dem Schiff, aber ich meine hier so eine vergoldete Nalani. Wo lässt man die machen heutzutage? Die kann man Oder klaut bei man einem sich auch eine? Schreiner eigentlich in jedem Hafen machen lassen. Also das Gut. ist relativ einfach. Die werden aus Holz geschnitzt und angemalt. Und angemalt. Gut. Kostet es viel? Ah, da sind wir beim Thema. Was kostet denn so ein kleines Bötchen? Was so ein kleines Bötchen Ja, kostet. nur für den Fall, dass wir unsere schöne Nalanis Zorn mal gegen ein anderes tauschen wollen. Ich hätte mal gesagt, so 20 Zelte. 20 Zelte. Ja. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe da schon so ein bisschen was davon habe ich schon zusammen. Ein bisschen was hast du schon davon zusammen? Ja, ich habe gespart. Wir sind auf dem Weg. Und ja, er meint Zirkuszelte. Ich meine Zirkuszelte natürlich, aber auf die Frage war ich nicht vorbereitet, aber das können wir ja alles nachgucken. Das ist die neue Währung in den, in den, in den im Fesselarchipel. Da wird nicht mit Gold, da wird mit Zirkuszelten gerechnet. Nein, da haben wir es nicht drin. Ja, komm. Roundabout 20.000 Gold ist doch gut, oder? Ja, In etwa in das diesem kriegen wir Bereich. hin. Ach komm, das sind zwei, drei Änderungen und ein Schatz auf irgendeinem komischen Insel und dann sind wir da. Aber irgendwie ist ja so ein Schiff kaufen auch uncool, oder? Aber wenn man es kaputt macht, ist es auch doof. Also es ist gar nicht so leicht, sich ein Schiff zu. Im Hafen klauen. Im Hafen klauen. Wir klauen uns eins im Hafen. Hafen klauen. Das kriegen wir hin. Wir haben eine gute Mannschaft. Das Problem ist, wenn du ein Schiff im Hafen klaust, kannst du nicht mehr zurück in den Hafen. Ja, Gott, dann nehmen wir halt nicht unser Lieblingshafen. Und was ist euer Lieblingshafen? Das muss ich noch rausstellen. Also, Port Fairness fände ich nicht so gut. Das wäre unpraktisch. Also momentan gefällt mir da Blutbucht ganz gut. Da fände ich jetzt auch irgendwie uncool, wenn wir da Ärger kriegen würden. Also wenn wir nicht wieder zurück könnten. Andererseits, wir sind noch nicht lang da. Vielleicht will ich da übermorgen auch nie wieder hin. Also können wir da Montag nochmal drüber reden? Ja, Ja. also ein kleines Segelschiff, 2000 Goldmünzen. Was ein kleines? So ein Ein Mann-Ding oder kleines. was? Was ist denn ein kleines? Wo ich alleine drin sitze mit einem Segel, oder? Nein, einer, der es fährt, acht, die es ansonsten steuern, mit 10 Passagieren. Wow, Keine okay, also Bewaffnung. neun Mannschaft, 10 Passagiere. 10 Passagiere, Ja. keine Bewaffnung, wie viel? Ja. Einfach 10. 2000 hast du, 10.000 hast du, hast du 2000 gesagt? habe ich gesagt, ja. 9.000? 2. 2.000 ist gut, das ist doch ruckzuck zusammenzukriegen. Und das ist doch okay, ich habe schon drei Stück. Mit mir sind wir vier Mannschaft. Also gut, ich will ja nicht mitarbeiten. Aber das kriegen wir doch zusammen. Du willst Ja. nicht mitarbeiten? Na, ich bin ja die Kap zählt der Kapitän zur Mannschaft. Der Kapitän zählt zur Mannschaft, weil der Kapitän sollte immer auch das tun, was die Mannschaft tut im Notfall. Deshalb sollte er auch viele Dinge wissen, die die Mannschaft weiß. Also saufen, Nicht gut. im Detail, aber schon zumindest mal so grob.
Als führen durch Vorbild. Genau. Was ist das denn? Nein. Also. Führen durch Schrecken und Saufen. Also so ein Segelschiff, wie gesagt, für 2000 Goldmünzen ist etwa 23 Meter lang. Ach, 6 das ist doch Meter schon. Breit. Damit kommen wir in den anderen Hafen, wo wir ein größeres Schiff klauen können. Im Übrigen genau. Nalanis Zorn hat einen unfassbar guten Smoothie. Wenn der jetzt so langsam mal die Pizza bestellen könnte, wäre das super. Ja, aber ansonsten wäre das... Tut es gar kein Problem. Also davon wusste ich also mindestens 90%. Da waren so ein paar Kleinigkeiten dabei. Aber ansonsten... Also zwei Pilzen haben wir schon gesehen, alles. Aber nachdem du so frech warst, könnte deine ein bisschen später kommen. Wenn meine Pizza später kommt, ist hier, gell? Also wundert euch nicht, wenn es keine Watchparty gibt gleich. Da wird ja ein Lama gefressen. Ich brauche dringend Grundlage für das, was ich schon getrunken habe. Also ich habe... Soll ich nochmal zusammenfassen? Ja. Also, ich fasse die wichtigsten Dinge zusammen. Trinkfest sein. Prost. Die gerade runterhängenden Segel, die da, ne? Das sind Ra-Segel. Dann haben wir noch Schrat-Segel, das sind diese schiefen Kinder, ne? Wenn ihr nicht richtig aufgepasst habt. Dann haben wir den wahren Wind, den haben wir heute gelernt, ne? Das ist das Physik. Das müssen die wissen, die Segel da zurren. Dann haben wir, wenn der Wind nicht daher kommt, wo er herkommen sollte, dann tun wir vor dem Wind kreuzen. Wir fahren also zickzack über die See. Dann haben wir, im richtig guten Fall kommt der Wind von Achtern. Achtern ist hinten da, wo auch das Achterdeck ist. Aber das weiß ja jeder. Und wenn ihr kotzen müsst, kotzt ihr nach Lee. Ne? Lee. Gut. Und dann haben wir noch ein Vorderdeck. Und ganz vorne dran, da haben wir so ein Bugspriet. Und überhaupt, wenn wir nicht mit Kanonen bewaffnet sind, sind wir zumindest mit Ballisten. Und wenn wir im falschen Universum spielen, dann sind wir mit Rotzen bewaffnet. Und dann haben wir ein Großsegel und das kleine, egal wo es ist, ob's, also das große auf dem Schiff, egal ob in der Mitte oder vorne, ist das Großsegel. Das kleine ist da Besan. Nee, Mast, entschuldige, wir reden nicht von Segeln, wir reden von Masten. Ja, der Großmast und der Besanmast. Ich muss mich korrigieren. Dann haben wir... dann haben wir folgende wichtige Menschen. Einen ersten Mat, einen Bootsmann oder Bootsfrau. Smoothie, Kanonier oder Rottenballistenschießer. Ein Ingenieur. Einen Schiffsarzt, den man auch genauso gut durch Heiltränke ersetzen kann, die nicht älter als 50 Jahre sind. Ein Quartiermeister, den gibt es wiederum nur bei uns. Bootsjungen, den Steuermann und einen Navigator. Der Navigator wiederum muss gut mit dem Bootsmann oder der Bootsfrau zurechtkommen. Wir haben eine Schiffskatze und den Klabautermann an Bord. Und ja, was haben wir denn noch? Demnächst werden wir alle Kapitäne vereinen. Dann werden wir nach Andoran segeln. Da gibt es eine Demokratie. Das gucken wir uns mal an. Dann verbünden wir uns mit denen und hauen Scheliak so richtig eine von Latz. So, dass die bilgen Ratten im Raum über dem Kiel so richtig erzittern. Und dann klauen wir uns da all die Kanonen und das ganze Schießpulver, dass wir nicht nach Alkenstern reisen müssen. Ja. Und wenn wir fertig sind, feiern wir und hängen unseren Magier an der Rahe auf oder werden den Kiel holen. So. Ja. Was sagst du? Ja. War doch gut zusammengefasst. Eins mit Sternchen, oder? Eins mit Sternchen. Gut. Du bist bereit. Ich bin bereit. Also ich war schon immer bereit, die große Kapitänin aller Zeiten zu werden, aber das glaubt mir ja keiner. Aber ich habe schon mal einen großen Hut. Ich bin trinkfest. Wenn der Smoothie eine Grundlage reinlegt. Da haben wir die Reihenfolge diesmal leider nicht eingehalten, glaube ich. Nicht wirklich. Ja. Ansonsten gucke ich mal, ob die Mannschaft noch was zu sagen hat. Mannschaft, habt ihr Fragen an Graubart? Ach, und wir haben einen neuen Posten, der nennt sich die Mannschaft und die Mannischaft. Die Mannischaft ist der eine Mensch, der alles weiß. Der eine Mensch, der alles weiß. Ist die Mannischaft. Ja. Ja, ja. Ja. Die Mannschaft fühlt sich gut informiert, glaube ich.
Die Mannschaft freut sich, dass sie einen eigenen Titel an Bord hat. Und, Hä? Nee, Prost? Ja, Prost. 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 Prost ist immer gut. Ja, wo hält der Kapitän den Kapitänsmast ab? Hä? Also vor welchem Mast? Hä? Was? Ich hab einen in der Mannschaft. Wir nennen ihn Lukas. Der ist so ein bisschen. Ist ein armes Schwein. Ist ein armes Schwein. Lukas darf, das ist unser Maskottchen. Das ist schon okay, Lukas. Alles klar. Du kannst vor irgendeinem Mast deinen Kapitänsmast abhalten. Ja. Ja, 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 ja. Ansonsten sind alle sehr zufrieden mit mir als Kapitänin. Das habe ich nicht anders erwartet. Mhm. Kann nur gut werden. Kann nur gut werden. Ja. Ja. Dann hoffen wir mal, dass du mich befreist. Nee, dann bin ich ja nicht mehr Kapitänin. Das werde ich mal. Ja, ja, ist okay. Ich, wenn ich Graubart dann befreit habe, dann kann ich ja mit Graubart zusammen nach Andoran segeln. Also, er mit seinem Schiff, das müssen wir ihm noch besorgen, und ich mit meinem natürlich dann. Auf Augenhöhe dann. Genau, auf Augenhöhe. Und welche der drei Mästen? Ich glaube, Mästen ist der falsche Begriff, wir reden hier von Masten. Und welcher von drei Masten war jetzt Besam? Der kleinere. Also. Der hintere. Nicht immer der hintere, oder? Besammast ist der hintere. Ist immer der hintere? Ist der vornere. Nein, nicht immer der. Ja, der Besammast ist immer der letzte. Ich habe das so verstanden, als wäre erst der kleine und der Großmast wäre immer der große. Ja, bei einem, bei einem Zweimaster. Ja. Gibt es keinen Besammast. Da gibt es nur. Da gibt es nur einen Besammast, wenn der vordere Mast größer ist wie der hintere. Wenn der vordere Mast größer ist wie der hintere der Besammast und der vordere der Großmast. Wenn bei einem Zweimaster aber der vordere kleiner ist wie der hintere, dann ist der vordere der Fortmast und der hintere der Großmast. Dann gibt es keinen Besammast. Willst du mich verscheitern? Also, okay, ab drei Master gibt es einen Besammast. Ja, dann gibt es immer einen Besammast, das ist immer der hintere. Also, Mannschaft, aufgepasst, es braucht drei Masten, damit es einen Fock, einen großen und einen Besammasten hat. Ist das richtig jetzt? Drei Masten, okay. Besam hinten, Fock vorne, groß in der Mitte. Alles klar, beim Zweimaster, Kinder, nur dass ihr das wisst, gibt es keinen Besam, es sei denn, vorne ist groß. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nee. Oder gibt es dann nie einen Besam? Das hast du nicht verstanden. Doch, wenn vorne groß ist, gibt es hinten einen Besam. Wenn aber der vordere kleiner ist als der Großmaster, das ist ein Fockmast und dann gibt es keinen Besam. Boah, ich habe das voll durchblickt. Zweimaster. Oh Gott, das muss ich gesondert aufschreiben. Das sind so viele Wenns und Abers. Gut, okay. Noch Fragen? Ich gucke mal, was die Mannschaft noch schreibt. Wie war das? So, wir. Kapitän, lasst uns mal das Kapitänspatent prüfen. Weiter? Das ist. Ich denke, wir sollten ganz demokratisch neu wählen bezüglich des Kapitäns Lukas. Such dir einen Mast aus. Wie war das mit der Neuwahl beim nächsten Landgang? Warte, ich muss mal ein paar Namen notieren. Warte, nur bis ich die morgen noch alle richtig drauf habe. Wir haben da Lukas, wobei Lukas ist eigentlich, naja, ein gewisser Herr Gortian. Aha. So ein Schiffsjunge wahrscheinlich. Da muss ich gucken. Wenn du so weitermachst, hast du morgen keine Mannschaft mehr. Ah, Quatsch. Es wird gerade schon an anderen Ort auf ein Public View weiter. Der hintere ist der Besam, das haben wir geklärt. Das haben wir geklärt. Public. Da steht Public in Großbuchstaben. Was will ein gewisser Lurch und Lama schreibt Public Viewing. Okay. Das Public Viewing soll jetzt starten. Wir wollen noch die Folge 0 gucken. Alles klar. Ihr werdet jetzt gleich miterleben, warum die arme Nalani immer richtig schlechte Laune hat und warum ihre Mitkameraden echte Plagegeister sind. So, Prost dann, ne? Möchtest du noch was sagen zum Abschied? Darukot ist zwar ein Traum. Ich werde sehr gerne immer bei deinem Stream gerne mitmachen und dir die Welt erklären. Ich denke, das macht total viel Sinn, oder? Ja.
Ich freue mich schon. Du freust dich, ne? Was ist das nächste Thema? Das nächste Mal erstellen wir zusammen einen Charakter. Oh ja, das ist super. Das kann ich gut. Okay, alles klar. Gut. Möge der Wind in eurem Segel nicht euer eigener sein, sonst stinkt's. Und wenn, dann kommt er von schräg vorne. Ihr müsst dann gegen den Wind achtern oder sowas. Was weiß ich. Macht's gut, wir sehen uns gleich auf der Couch. Und wenn ich keine Pizza habe, schlafe ich sofort ein. Darum macht's gut. Tschüss. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt drauf drücken muss. Warte, ich mach mal was. Ich lasse mal das Mikro an. Ja, irgendwie hat er nicht gesagt, wo ich drauf drücken soll, wenn es vorbei ist. Weißt du was? Da gehen wir mal auf. Wo gehe ich denn da so hin? Ich gebe mal einen Tipp, da ist eine Taste, da steht Ende drauf. Echt? Ich habe alles gelesen, nur nicht Ende. Wo ist denn hier Ende? Da ist Ende!